Und die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine hat jetzt die Kontrolle über die gesamte Region Kiew gemeldet. Wochenlang umkämpfte Vororte wie Butscha, Irpin und Hostomel seien stark zerstört. Aber überall dort übernahm offenbar die ukrainische Armee wieder die vollständige Kontrolle. Russland konzentriert sich nun offenbar auf den Osten und Süden der Ukraine. Es gäbe Luftangriffe, wir haben es ja schon gehört, auf die Städte Mariupol und Kharkiv, auch in Odessa. Hat unser Reporter bestätigt, waren heute mehrere Explosionen zu hören.